Leider bietet Apple auch mit iOS 15 immer noch keine native Möglichkeit, einzelne Apps mit einem Passwort, Face ID oder Touch ID zu sichern. Und daher möchte ich euch im heutigen Video gerne eine Methode zeigen, wie ihr ganz einfach jede App mit einem Passwort versehen könnt. Wenn dich Tipps und Tricks rund um das iPhone und iOS interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch direkt nach dem Intro, wie ihr jede App ganz einfach mit Hilfe eines Passworts sichern könnt. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Wie ihr euch mit Sicherheit denken könnt, funktioniert das Ganze über die Kurzbefehle-App, die wir jetzt zuallererst einmal kurz öffnen und daraufhin auch einen neuen Kurzbefehl hinzufügen, also über das Plus hier oben rechts. Und daraufhin können wir auch schon direkt hier einmal den Kurzbefehl benennen. In diesem Fall werde ich ihn einfach einmal Rechner nennen, weil ich eben die Taschenrechner-App mit einem Passwort versehen möchte und dementsprechend nenne ich auch den Kurzbefehl genauso wie die App, die ich mit dem Passwort versehen möchte. Als nächstes gehen wir einmal auf Aktion hinzufügen und hier suchen wir jetzt einfach einmal nach Eingabefragen. Und da seht ihr auch schon, dass es hier direkt vorgeschlagen wird. Dort gehen wir einmal rauf und in diesem Fall müssen wir einmal hier auf Text klicken und dann hier direkt einmal Zahl auswählen. Im Anschluss bei Auswählen geben wir Passwort Fragezeichen ein. Und daraufhin haben wir den ersten Part des Kurzbefehls auch schon angelegt. Als nächstes müssen wir einmal eine Wenn-Variable hinzufügen. Das heißt, die wird uns hier schon direkt vorgeschlagen. Wir können hier einmal auf Wenn gehen. Wir haben aber natürlich auch die Möglichkeit, hier unten wieder nach Aktionen und Apps suchen zu gehen. Und dann seht ihr auch schon, dass hier, wenn wir nach Wenn suchen, ebenfalls diese Aktion uns vorgeschlagen wird. Und die können wir dann hier eben entsprechend einmal hinzufügen. Innerhalb der Wenn-Konfiguration müsst ihr dann einmal hier auf die Bedingung tippen und wenn ihr das gemacht habt, wählt ihr hier einmal Ist aus und im Anschluss habt ihr hier in dem Bereich Zahl die Möglichkeit, das Passwort auszuwählen, was ihr eben für die App verwenden wollt. Das heißt, in diesem Fall wählen wir einfach einmal 1234 und da müsst ihr eben das entsprechende Passwort bzw. den Zahlencode eingeben, den ihr verwenden wollt, um eben die App zu sichern. Im Anschluss müssen wir dann noch eine weitere Variable hinzufügen. Dazu gehen wir hier unten wieder auf Apps und Suche und geben hier einmal App öffnen ein. Und daraufhin wählen wir hier die entsprechende App aus, die wir eben öffnen wollen. Das heißt, wir gehen hier auf die App und suchen hier jetzt einmal nach Rechner. In meinem Fall. Und daraufhin haben wir eben auch schon die Möglichkeit, das Ganze abzuschließen. Wir müssen lediglich noch einmal diese Bedingung hier ein bisschen nach oben schieben, nämlich unter die Wenn-Bedingungen und damit ist der Kurzbefehl auch schon fertiggestellt. Das heißt, wir können hier oben einmal auf diese drei Punkte, auf diese drei Striche gehen, zum Home-Bildschirm hinzufügen auswählen und dann haben wir natürlich hier noch die Möglichkeit, einmal das Bild zu ändern. Das heißt, wir können hier ein Foto auswählen, wählen eben unser entsprechendes Foto hier einfach einmal, in meinem Fall ganz schnell aus, gehen auf Auswählen und dann seht ihr auch schon, dass das Ganze hier geändert wurde. Wir gehen auf Hinzufügen und daraufhin wird hier auch schon unsere App neu auf den Homescreen hinzugefügt. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt einfach einmal aus und wenn ich hier die Rechner-App öffnen möchte, dann kommt zuallererst dieses kurze Pop-up mit einem Skript und wenn ich hier jetzt irgendein beliebiges Passwort eingebe, ein falsches und auf Fertig gehe, dann passiert nichts, außer dass eben natürlich trotzdem der Kurzbefehl ausgeführt wird. Die App wird aber nicht geöffnet. Wenn wir jetzt aber hier einmal den richtigen Code eingeben, also 1234 und auf Fertig gehen, dann wird hier entsprechend auch die Rechner-App geöffnet, was auf jeden Fall sehr gut funktioniert. An sich funktioniert diese Methode meiner Meinung nach wirklich sehr gut und man kann sie auch gut in den Alltag integrieren. Klar, der Kurzbefehl ist etwas komplizierter anzulegen, aber wenn man das Video sich hier vielleicht zwei oder dreimal anschaut und dann eben ganz langsam das Ganze mitmacht, dann hat man, denke ich, nach einer gewissen Zeit auch rausgefunden, wie man das relativ schnell umsetzen kann. Und wie gesagt, ihr könnt hier eben relativ einfach Apps mit einem Passwort versehen, was ich sehr cool finde. Man hat sogar so ein richtiges Interface, daher auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Aber es werden eben nur sozusagen Shortcuts erstellt. Das heißt, die eigentliche Fotos-App, die eigentliche Rechner-App, die ist natürlich trotzdem noch auf dem Gerät drauf. Und wenn die geöffnet wird, dann öffnet diese sich ganz normal ohne Passwort. Das heißt, diese Idee ist auf jeden Fall nicht 100% sicher. Ihr solltet auf jeden Fall die eigentlich echte App ganz einfach in die App-Mediathek legen. So habe ich das auch gemacht. Also die Fotos-App ist jetzt hier in diesem Fall sozusagen der Shortcut und die offizielle Fotos-App, die habe ich einfach vom Home-Bildschirm gelöscht
und kann sie eben für Leute, die nicht wissen, dass es diese echte App noch gibt, relativ gut damit verstecken. Aber es ist natürlich kein hundertprozentiger Schutz. Trotzdem auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr coole Methode. Wenn ihr das Ganze etwas sicherer machen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall die Kurzbefehle-App ebenfalls mit einem Passwort versehen, weil ihr natürlich hier ganz einfach reingehen könnt und eben den Kurzbefehl wieder bearbeiten könnt, beziehungsweise hier natürlich auch den Code einsehen könnt von der jeweiligen App, um diese zu öffnen. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall auch die Kurzbefehle-App mit einem Passwort versehen und diese dann ebenfalls vom Homebildschirm verschwinden lassen, diese ebenfalls in die App-Mediathek schieben. Ist kein hundertprozentiger Schutz, aber jeder, der erst einmal an euer iPhone geht, der wird sich wundern, warum dort jetzt ein Code erforderlich ist und der wird vielleicht gar nicht darüber nachdenken, dass es noch eine zweite App gibt, die offizielle App, die irgendwo weiter versteckt ist. Dementsprechend denke ich, ist es auf jeden Fall schon eine sehr gute Methode, relativ einfach Apps mit einem Passwort zu versehen. Sehr gerne könnt ihr mir aber natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema und zu dieser Methode mal unten in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von dieser Idee und von der Umsetzung? Lasst es mich gerne wissen und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Solltet ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos, Tipps und Tricks rund um das iPhone und iOS verpassen wollen, dann lasst jetzt auf jeden Fall gerne ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.